Fragt man eine durchschnittliche Person, wie viele Planeten es gibt, so lautet die Antwort häufig 8. Zwar ist es richtig, dass unser heimisches Planetensystem 8 offizielle Mitglieder zählt, dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Klasse dieser aufregendsten Himmelskörper damit schon vollständig abgedeckt wäre. Im Gegenteil, bislang gelang es den Experten, rund 5000 fremde kosmische Welten auf die Sternenkarten hinzuzufügen. Diese Zahl repräsentiert allerdings lediglich die winzige Spitze des galaktischen Eisberges. Den Schätzungen der Experten zufolge warten allein in der Milchstraße Abermillionen Exoplaneten darauf, von uns aufgespürt zu werden. Wie es den Wissenschaftlern kürzlich gelang, einen gewaltigen Planeten zu identifizieren, der sogar die Dimensionen unseres größten Nachbarn mühelos in den Schatten stellt, zeigen wir euch jetzt. Ihr könnt euch für die aufregenden Entdeckungen und die faszinierenden Schauspiele im Kosmos begeistern? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um regelmäßig mehr über diese spannenden Themen zu erfahren. Mit einem Daumen nach oben zeigt ihr uns, dass wir euch mit den Inhalten unserer Videos spannend informieren können. Planeten. Bevor wir einen genaueren Blick auf die spannende Entdeckung der Astronomen werfen, sollten wir uns zunächst einmal in Erinnerung rufen, welche Kriterien Himmelskörper erfüllen müssen, um offiziell als Planet anerkannt zu werden. Die derzeit gängige Definition, die im Jahr 2006 von der Internationalen Astronomischen Union festgelegt wurde, besagt, dass sich ein Himmelskörper auf seiner Umlaufbahn um die Sonne bzw. im extrasolaren Kontext um einen anderen Mutterstern bewegen muss. Gleichzeitig muss das Objekt eine ausreichend große Masse besitzen, um sich im hydrostatischen Gleichgewicht zu befinden. Dies bedeutet, dass der astronomische Körper eine annähernd kugelförmige Gestalt besitzt. Das dritte und letzte Kriterium, das unter anderem dazu führte, dass Pluto aus der Liste unseres Planetensystems gestrichen wurde, besagt, dass es sich dabei um das dominierende Objekt in seiner angestammten Umlaufbahn handeln muss. In anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass es seine Bahnkurve durch sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten geräumt hat. Wie bereits kurz angeschnitten, lassen sich diese festgelegten Anforderungen auch auf die Riege der Exoplaneten übertragen. Der einzige Unterschied besteht in der Tatsache, dass sich die fernen Planeten nicht um unsere Sonne bewegen, sondern gravitativ an einen anderen Stern gebunden sind. Kosmischer Riese. Wenn es um die Frage nach den größten Planeten des Sonnensystems geht, erreicht kein anderer Himmelskörper die beeindruckenden Dimensionen des mächtigen Jupiters. Mit einem Äquatordurchmesser von 143.000 Kilometern übertrumpft der Gasriese die Ausmaße unserer Erde um ein Vielfaches. In der Theorie würde unser blauer Heimatplanet mehr als 1.300 Mal in den Jupiter hineinpassen. Während der riesige Himmelskörper in unserer unmittelbaren Nachbarschaft also noch das absolute Nonplusultra der Planeten darstellt, wirkt er im Vergleich zu manchen Objekten, die sich jenseits des Sonnensystems verstecken, wie ein kosmischer Zwerg. Denn tatsächlich war es den Experten kürzlich vergönnt, einen gewaltigen Exoplaneten aufzuspüren, der 10-mal massereicher als der Jupiter ist. Nicht weniger spannend ist die Tatsache, dass der extrasolare Riese seine Bahnen nicht bloß um einen, sondern um gleich 2 Wirtssterne zieht. Mit Hilfe des Very Large Telescopes der Europäischen Südsternwarte entdeckt, erhielt der Himmelskörper die wissenschaftliche Bezeichnung B Centauri B. Mit seiner imposanten Eigenmasse zählt das Objekt gar zu den massereichsten Planeten, die bislang entdeckt wurden. Auch das Doppelsternsystem, das B Centauri B als gravitativer Fixpunkt dient, stellt unsere heimische Sonne mühelos in den Schatten. Die gleißend hellen Himmelskörper, die sich rund 325 Lichtjahre von der Erde entfernt befinden, sind mindestens 6-mal massereicher als unser Wirtsstern. Eine wahrlich beeindruckende Konstellation, die in den Reihen der Astronomen von besonderem Stellenwert ist. Noch nie zuvor war es den Forschern vergönnt gewesen, einen Planeten aufzuspüren, der sich um einen Stern von mehr als 3 Sonnenmassen dreht. Markus Janssen, seines Zeichens Professor der Astronomie an der Universität Stockholm, begründet dies mit der Tatsache, dass Sterne mit zunehmender Masse auch immer heißer werden.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, je massereicher ein Stern ist, umso mehr hochenergetische Strahlung gibt er ab. Demnach besitzen solche Sternentypen auch einen enormen Einfluss auf das umliegende Gas, was der Entstehung von Planeten normalerweise entgegenwirkt. Vor der spannenden Entdeckung des extrasolaren Riesen vertraten viele Experten die Ansicht, dass Planeten in den Gefilden derart massereicher und heißer Sterne überhaupt nicht existieren können. Eine weit verbreitete These, die B Centauri B durch seine bloße Existenz erfolgreich widerlegte. Im Detail umkreist der Himmelskörper sein Muttersystem in einem Abstand, der 100-mal größer ist als die Distanz, die zwischen der Sonne und dem Jupiter klafft. Dass der Exoplanet die zuvor gängige Wirtssternmarke von 3 Sonnenmassen derart deutlich übersteigt, gleicht in den Reihen der Forscher einer ausgesprochenen Sensation. Blick in fremde Welten. Angesichts der soeben vorgestellten Entdeckung und der tausenden anderen Exoplaneten, die bislang aufgespürt wurden, ergibt sich eine zentrale Frage. Wie gelingt es den Experten eigentlich, die fernen Planeten in der überbordenden Vielfalt des Firmaments zu identifizieren? Diesbezüglich steht den Forschern eine große Bandbreite unterschiedlichster Nachweisverfahren zur Verfügung, von denen sich die Transitmethode als besonders treffsicher erwiesen hat. Im Rahmen dieser Methode wird allerdings nicht der eigentliche Exoplanet, sondern die Helligkeitsschwankungen, die er während seiner Umläufe um seinen Wirtsstern verursacht, beobachtet. Liegt die Bahn eines Planeten von der Erde aus gesehen so, dass der Himmelskörper augenscheinlich vor seinem Zentralgestirn vorüberzieht, ergeben sich regelmäßige Helligkeitseinbrüche. Können die Verdunklungen mindestens 3-mal mit gleichem zeitlichem Abstand zueinander registriert werden, stehen die Chancen gut, dass die Einbrüche auf den Einfluss eines Planeten und nicht etwa auf ein zufälliges Ereignis zurückzuführen sind. Die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Planetentransit bei einem willkürlich ausgewählten Stern zu beobachten, nicht einmal 1% beträgt, könnte uns vermuten lassen, dass dieses indirekte Nachweisverfahren alles andere als zuverlässig ist. Die Wahrheit lautet jedoch, bis zum Jahr 2019 konnten mehr als 3000 und somit über 80% aller bekannten Exoplaneten auf diese Weise entdeckt werden. Dabei verraten uns die regelmäßigen Helligkeitsschwankungen des Sterns nicht bloß die reine Existenz eines Exoplaneten, sondern lassen zudem auch wichtige Rückschlüsse über einige seiner grundlegenden Charakteristiken zu. Dazu zählen mitunter Informationen bezüglich der Umlaufdauer, des Radius und der Bahnneigung. Spektroskopische Betrachtungen gewähren den Experten wiederum Einblicke in die atmosphärische Zusammensetzung, das Rückstrahlvermögen und die Temperatur. Manchmal ergibt sich für die Fachleute jedoch das Problem, dass die Wirtssterne schlicht und ergreifend zu leuchtschwach sind, um direkt beobachtet werden zu können. Sollte dies der Fall sein, können sich die Experten unter günstigen Voraussetzungen ein natürliches Phänomen zu eigen machen, das als Gravitational Microlensing-Methode bekannt ist. Grundlegend basiert dieses Verfahren auf dem Gravitationslinseneffekt. Diese Bezeichnung umschreibt in der Welt der Astronomen die Ablenkung von Licht durch große Massen. Befindet sich ein großes Objekt, wie etwa ein Stern oder eine Galaxie, vor einer weiter entfernten Lichtquelle, dient es als eine Art kosmische Linse, welche das dahinter abgestrahlte Licht beeinflusst. Daher gilt, je näher die Lichtstrahlen an der abgelenkten Vordergrundmasse vorbeilaufen, umso stärker werden sie zur Masse hin abgelenkt. Infolge einiger natürlicher Faktoren kann eine Gravitationslinse jedoch kein reelles Bild im klassischen Sinne widerspiegeln. Die Lichtverteilung, mit der wir es in diesen Fällen zu tun haben, wird daher als Kaustik bezeichnet. Denn tatsächlich kann es sein, dass das kosmische Objekt der Begierde verschoben, verzerrt oder sogar vervielfältigt erscheint. Zu den weiteren indirekten Nachweisverfahren, derer sich die Experten im Rahmen ihrer spannenden Arbeit bedienen, zählen die Radialgeschwindigkeitsmethode, die astrometrische Methode und die Lichtlaufzeitmethode. Was für manche womöglich zunächst unerwartet klingt, ist in den Reihen der Forscher die Realität, denn direkte Beobachtungen von Exoplaneten stellen eine waschechte Seltenheit dar. Die meisten unserer indirekten Nachbarn wurden indirekt aufgespürt. Dabei geht der Großteil der bisherigen Exoplanetenentdeckungen auf das Konto des Kepler-Weltraumteleskops.
Mittlerweile ist die Mission der NASA-Gerätschaft allerdings beendet. Nach rund 9 Jahren im All war Keplers Treibstoff am 30. Oktober 2018 aufgebraucht. Im November desselben Jahres wurde es abgeschaltet. Nun liegt es an den Weltraumteleskopen der Zukunft, unseren Wissensstand über extrasolare Planeten auf eine vollkommen neue Stufe zu hieven. Zukunft der Planetenforschung. Die Suche nach neuen Exoplaneten unterliegt auch stets der Hoffnung, eines Tages auf einen galaktischen Zwilling der Erde zu stoßen. Obwohl es den Wissenschaftlern bislang noch nicht vergönnt war, die Existenz außerirdischen Lebens nachzuweisen, könnten uns künftige Missionen wie die des Nancy Grace Weltraumteleskops der NASA dabei helfen, der Antwort auf eine der grundlegendsten Fragen der Menschheitsgeschichte ein Stück näher zu kommen. Sind wir allein? Derzeit befindet sich die infrarotgestützte Gerätschaft der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde allerdings noch in der Entwicklung. Sofern die Experten den vorgesehenen Zeitplan einhalten, wird sich Nancy Grace Roman in etwa 4 Jahren in die gigantischen Weiten des Weltalls begeben. Dort angekommen, wird es sich einigen zentralen Fragestellungen der Weltraumforschung widmen. Demzufolge soll eine Durchmusterung von Exoplaneten absolviert werden, um neue Erkenntnisse über die Möglichkeit von extraterrestrischem Leben zu sammeln. Wie häufig existieren sonnensystemähnliche Verbunde im Universum? Welche Planetenformen tummeln sich in den entlegensten Gefilden ihrer Heimatsysteme und wodurch wird die potenzielle Bewohnbarkeit eines Himmelskörpers definiert? Um sich diesen spannenden Fragen aufschlussreich zu nähern, wird Nancy Grace Roman auf ein Verfahren setzen, das wir euch vorhin bereits kurz vorgestellt haben. Die Gravitational Microlensing Methode. Dadurch soll es dem Weltraumteleskop möglich sein, selbst jene Exoplaneten zu identifizieren, die nicht mehr als einige Erdmondmassen besitzen. Durch die Bereitstellung eines komplexen Koronographen soll unser bislang hauptsächlich indirekter Blick in fremde Welten in einen direkten umgewandelt werden. Nancy Grace Roman soll die ersten direkten Bilder von Exoplaneten liefern, die den Gasriesen unseres Sonnensystems ähneln. Abseits von diesen übergeordneten Forschungszielen wird das Weltraumteleskop jedoch noch zu einem weiteren, nicht weniger spannenden Einsatzzweck konzipiert. So wird sich die Gerätschaft auch dem großen Mysterium der dunklen Energie widmen. Zwar wissen wir, dass diese hypothetische Energieform einen wichtigen Einfluss auf die beschleunigte Expansion des Universums besitzt, wie sie genau funktioniert, ist jedoch noch immer ein ungelöstes Rätsel. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über die faszinierenden Welten, die sich jenseits des Sonnensystems tummeln? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Ihr habt Lust auf weitere spannende Beiträge rund um das Thema Weltall? Dann werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eines der Bildchen im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.